Die Wall Street feiert weiterhin die Zinsparty. Hauptsache, die Zinsen steigen nicht weiter. Alles andere ist scheinbar egal. Doch was auf den ersten Blick so wunderbar aussieht, auf den zweiten Blick steht diese Rallye doch auf tönernen Füßen. Warum das so ist, das schauen wir uns in diesem Video an. Am Ende sage ich dir auch wieder, wie ich mich jetzt in dieser Situation verhalten würde. Zuvor aber abonniere den Kanal hier unter diesem Video und du bleibst auch in Zukunft bestens informiert. So, zunächst wie immer der Blick zurück auf die letzte Woche. Hier war viel Gelb mit ein bisschen Rot und damit blicken wir auf die aktuelle Woche. Und da sehen wir, dass sich zwar an der Gesamtbewertung nichts geändert hat, die US-Märkte weiterhin auf Gelb, aber in der Charttechnik hat sich jeweils die Ampel um 1 aufgehellt, sowohl für den S&P 500 von Rot auf Gelb und im Nasdaq 100 sogar von Gelb auf Grün umgeschalten, die Ampel. Schauen wir also uns im Detail an, wie sich das zusammensetzt. Beginnen wir aber wie immer mit dem wirtschaftlichen Umfeld und hier kann ich es heute kurz machen, denn es gibt nicht viele Neuigkeiten. Die US-Wirtschaft, für die US-Wirtschaft, es gab wenige neue Daten. Insofern, ja, die Wirtschaft in Amerika ist weiterhin stark, aber sie zeigt Zeichen der Abkühlung. Der Arbeitsmarkt scheint schwächer zu werden. Auch die Einkaufsmanager-Indizes sowohl für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor sind auf dem Rückgang. Also auch hier sehen wir ein Abkühlen der US-Wirtschaft. Ein Punkt möchte ich hier gerne erwähnen und das ist die Insolvenz des Chapter 11 von WeWork. WeWork ist ein Unternehmen, die mieten sozusagen Gewerbebüroflächen an und vermieten sie dann an kleine Selbstständige oder auch Kleinunternehmen weiter, sogenanntes Crowdspace, Crowdworking Space. Und diese mussten Insolvenz anmelden, weil eben hier ein immenser Leerstand herrscht in dem Bereich Gewerbeimmobilien, Büroimmobilien. Immer mehr Menschen auch in Amerika möchten gerne aus dem Homeoffice arbeiten und somit werden diese Bereiche nicht mehr gebraucht. Dieses Unternehmen hat es nicht überlebt und das zeigt also, welcher Druck hier auf dem Gewerbeimmobilienmarkt in Amerika liegt. Es gibt dort teilweise Bereiche mit Leerständen, 25-30% in manchen Städten, was Büroimmobilien angeht. Und das zeigt, dass da noch einiges auf uns zukommt, speziell jetzt in Zeiten dieser hohen Zinsen. Sobald da also Refinanzierungen der Projektgesellschaften, der Vermieter anstehen, kann es also hier richtig ungemütlich werden. Deshalb also auch hier insgesamt lediglich eine gelbe Ampel. Gehen wir auf die Charttechnik und hier schon wie schon angedeutet, S&P 500 von Rot auf Gelb gesprungen, Nasdaq 100 von Gelb sogar auf Grün. Wie das kommt, schauen wir uns jetzt im Detail an. Zunächst der S&P 500. Wir sehen hier diese Monster Rally von fast 300 Punkten in der Zwischenzeit, die jetzt in gerade mal 1,5 Wochen stattgefunden hat. Wir laufen jetzt allerdings an diesen Abwärtstrend heran. Wie wir sehen, der ist noch nicht gebrochen. Das heißt, würde der Markt jetzt wieder nach unten drehen und wir sehen es auch in den Indikatoren wie dem Stochastik RSI oder auch dem MACD. Wir sind stark überkauft kurzfristig, also eine Konsolidierung ist hier mehr als überfällig. Und damit würden wir natürlich diesen Abwärtstrend hier bestätigen, weil dann der Markt genau am Abwärtstrend wieder nach unten dreht. Und das wäre jetzt charttechnisch nicht so günstig. Auf der anderen Seite, wir haben hier diese Unterstützung, beziehungsweise jetzt Widerstand, jetzt Unterstützung bei 4330 Punkten jetzt fulminant nach oben durchbrochen und das wiederum ist positiv. Deshalb also hier noch stehen die Ampel im S&P 500 nicht auf Grün. Dazu müsste dieser Abwärtstrend, der sich hier seit August ausgebildet hat, gebrochen werden. Auf der anderen Seite haben wir eben hier wichtige Widerstände überschritten, die jetzt als Unterstützungen gelten. Auch den alten Aufwärtstrend seit Oktober letzten Jahres haben wir wieder aufgenommen und somit also hier die Ampel im S&P 500 ganz klar auf Gelb momentan. Im Nasdaq 100 sieht das schon besser aus. Hier sehen wir den Abwärtstrend, der sich hier seit Ende Juli ausgebildet hat. Der wurde nach oben durchbrochen, zuvor ja mehrmals sehr schön bestätigt. Und der ist jetzt gebrochen. Wir sind jetzt hier an diesem Widerstand 15.265 Punkte. Auch den haben wir nach oben durchbrochen. Wenn es hier wirklich noch weiter nach oben gehen sollte, dann wäre das also ganz klar bullisch zu werden. Dann sehen wir charttechnisch eigentlich keinerlei Widerstände mehr bis hin zum Jahreshoch bei 16.000 Punkten. Trotzdem auch hier, wir sehen es in den Indikatoren, speziell hier im Stochastik RSI, der Nasdaq 100 massiv überkauft kurzfristig und eine Konsolidierung mehr als notwendig. Und das kann natürlich dann auch das Bild, je nachdem wie stark diese Konsolidierung ausfällt, auch wieder eintrüben. Wird womöglich dieser Abwärtstrend hier wieder aufgenommen. Auch das kann passieren. Also wir müssen hier wirklich die nächsten Tage abwarten, ob sich diese positive Tendenz nachhaltig bestätigt oder ob es jetzt sich hier um eine Bullenfalle handelt, also einen kurzfristigen Fehlausbruch aus dem Abwärtstrend und der Abwärtstrend wieder aufgenommen wird. Das wird sich zeigen. Warum der Nasdaq
besser aussieht als der S&P 500, das sehen wir hier in dieser Grafik, die ich mitgebracht habe. Ich habe sie überzeichnet, S&P 493 gegenüber dem S&P 7. Und da sehen wir ganz klar, dass die allermeisten Aktien, so 493 aus den 500 im S&P 500, sich gar nicht so gut entwickelt haben. Wir sehen hier auch eine mehr oder weniger Seitwärtsbewegung seit über 3 Jahren oder seit rund 3 Jahren. Und es sind gerade mal 7 Aktien, die alles überschatten und die hier sich seit Anfang 2020, also in den letzten knapp 4 Jahren, mehr als verdoppelt haben. Und das zeigt, wie gespalten der Aktienmarkt ist. Das zeigt auch, warum und ist auch die Erklärung, warum die europäischen Aktienmärkte hier mit den amerikanischen Aktienmärkten nicht mithalten können. Es sind nur 7 Aktien, die alles überstrahlen, die alles überdecken. Das sind die großen Tech-Aktien. Deren Bewertungen allerdings sind auch jenseits von Gut und Böse. Nur solange diese Aktien weiterhin gekauft werden und solange die ihre Stärke behalten, werden auch die US-Indizes relativ stark bleiben. Aber man sollte darunter schauen und daran sieht man auch, so gut war dann doch die Wirtschaft oder ist die Wirtschaft in Amerika auch nicht in der Breite. Es sind einfach nur 7 Aktien, die alles überstrahlen und die ein besseres Bild vermitteln, als es tatsächlich ist. Gehen wir abschließend aufs Sentiment und auch das zeigt hier eine gelbe Ampel. Sicherlich kurzfristig, wir haben unglaubliche Euphorie im Markt, auch wenn uns das der Fear and Greed Index nicht zeigt, den wir uns jetzt gleich noch anschauen werden. Auf der anderen Seite auch hier Centix, ähnlich wie ich es auch schon von Europa gesagt habe für diese Woche. Centix sagt, kurzfristig brutale Euphorie in USA. Auf der anderen Seite auch hier, das mittelfristige Kaufinteresse hat nachgelassen in der letzten Woche. Also diese sehr, sehr negative und bärische Stimmung, die hat sich eher nur auf das, ist jetzt eher in das Langfristige, das Mittelfristige gewandert und hat sich aus dem Kurzfristigen herausgelöst. Also hier ein Dreh, genauso wie auf den europäischen Märkten und deshalb eben hier auch nur eine gelbe Ampel. Plus, wir sehen es gleich im Fear and Greed Index, dass eben auch hier nicht alles Gold ist, was glänzt. Und wie versprochen, hier der Fear and Greed Index, wir sind nach wie vor bei einem Stand von 40 und damit im Bereich 4. Und das trotz dieser fulminanten Rallye, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Es ist erstaunlich. Aber woher kommt es? Schauen wir uns die Einzelkomponenten des Fear and Greed Index an, dann ist es einfach so, dass die Marktbreite extrem dünn ist. Es gibt viel mehr Aktien, obwohl die Märkte steigen, gibt es mehr Aktien, die fallen, als die steigen. Es gibt mehr Aktien, die neue 52 Wochen Tiefs markieren, als 52 Wochen Hochs. Und das ist genau der Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Es sind 7 Aktien, die alles überstrahlen und der Rest sieht gar nicht so gut aus. Und wir sehen es ja auch an der Volatilität. Die Volatilität ist in den letzten 1,5 Wochen in sich zusammengebrochen. Das ist schon fast nicht mehr nachvollziehbar. Die Anleger in Amerika gehen wirklich davon aus, es kann jetzt nur nach oben gehen. Die Jahresendrallye ist ausgemachte Sache. Diese Zuversicht, diese Complacency, diese Selbstgefälligkeit, das ist eigentlich schon wieder ein Kontraindikator. Ich weiß, das habe ich letzte Woche auch schon erzählt. Der Markt ist einfach weiter gestiegen. Übertreibungen gehen eben länger, als man das oft denkt und als es einem auch die Charttechnik und vor allem auch die Indikatoren anzeigen. Aber man muss hier ganz klar mit einer Konsolidierung zumindest einmal rechnen in Amerika und dann wird sich zeigen, auch sehen, was Jerome Powell heute Abend sagt. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind ja auch stark zurückgekommen. Das hat auch dazu beigetragen, dass hier sehr, sehr viel Zuversicht wieder drin ist. Zinsgipfel erreicht, es wird alles wieder gut, Goldilocks. Aber wann kommt das Erwachen? Wann kommt der Realitätscheck? Dass es eben hier auch mehr in Richtung Rezession in Amerika läuft. Und dann wird sich das hier auch im Volatilitätsindex schnell wieder umdrehen. Insgesamt bleiben wir hier also in Amerika damit bei einer gelben Ampel. Sicherlich, wir haben jetzt eine unglaublich starke, bullische Erholung gesehen in den letzten 1,5 Wochen, was auch die Charttechnik massiv verbessert hat. Das wirtschaftliche Umfeld kann da nicht folgen. Das Sentiment, ja, kurzfristig hat es sich auch, oder folgt es da, und ist wirklich auch sehr, sehr bullisch geworden. Aber alles in allem bleiben wir eben hier bei der gelben Ampel, denn die Konsolidierung ist auch erstmal notwendig. Kann es danach nochmal weiter nach oben gehen? Selbstverständlich, die Charttechnik zeigt uns das, dass es absolut möglich ist. Trotz allem, das ist jetzt eben eine verfrühte Jahresendrallye, die wir aktuell sehen. Mittelfristig schauen wir uns die wirtschaftlichen Daten an, schauen wir, was unter der Oberfläche passiert, dann sieht das eben nicht ganz so gut aus und deshalb hier eben in Summe eine gelbe Ampel für Amerika.
Es scheint wirklich, als würde die Wall Street die Rezession feiern. Natürlich, die Rezession ist noch nicht da, aber die Chancen Richtung 2024 auf eine Rezession, die sind doch sehr, sehr groß. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Fed die Zinsen jetzt noch einmal anhebt oder nicht. Das aktuelle Zinsniveau reicht dafür vollkommen aus. Und die Risiken, die werden momentan von der Wall Street komplett ignoriert, denn sie sind da. Bedenken wir, wir sind mitten in einer Immobilienkrise. In China, in Europa, aber auch in Amerika. Nein, du hörst davon noch nichts in den großen, breiten Medien. Wenn du was davon hörst, dann ist es sowieso schon viel zu spät. Außerdem, die Zinsen werden ihre Wirkung nicht verfehlen. Die Wirtschaft verlangsamt sich. Wir sehen es in den ganzen Frühindikatoren. Und du darfst auch nicht vergessen, jetzt in der letzten Berichtssaison oder in der noch laufenden Berichtssaison, es berichten 75 und 3/4 aller Unternehmen, rund 75%, berichten von möglichen Nachfrageschwächen in der Zukunft, haben Sorgen über die Nachfrage in der Zukunft. Solche Werte gab es zuletzt 2020 zur Corona-Zeit und 2008 mitten in der Finanzkrise. Also wir haben Risiken und außerdem auch im Nahen Osten, der Konflikt in Israel, das ist ja noch lange nicht rum, auch wenn es glücklicherweise zurzeit etwas ruhiger zugeht dort. Wir sehen also, es sieht nicht so wahnsinnig gut aus. Und wie würde ich mich in der aktuellen Situation verhalten? Gucken wir auf die Saisonalität. Bis Mitte, Ende November erwarten uns jetzt saisonal bedingt eher wieder etwas schwächere Tage. Das wäre genau die Konsolidierung, die wir nach diesem super starken Anstieg brauchen. Bevor es dann im Dezember saisonal bedingt so bis Mitte Dezember etwa nochmal nach oben geht. Das wäre dann die Jahresendrallye, die auf die alle warten. Also, ich würde jetzt die nächsten Tage ein bisschen die Füße stillhalten, diese Konsolidierung abwarten und dann aber die Lage nochmal genau mir anschauen. Dann kann man in einer kurzen Trading-Position viel leichter reingehen und diesen letzten Schwung bis Mitte Dezember auch wieder mitnehmen. Aber das ist wirklich dann nur ein Trade. Denn ich erwarte ehrlich gesagt im nächsten Jahr nicht, dass es da so weitergeht, sondern dass es in die andere Richtung geht. Wir haben es ja auch gesehen, S&P 493 versus S&P 7. Da ist wirklich viel, viel morsches Gehölz unter der Oberfläche. Wenn dich also noch weitere Informationen in der Zwischenzeit interessieren, dann melde dich doch gerne für meinen kostenlosen Newsletter an. Der ist völlig kostenlos. Ich würde mich sehr freuen, dich als neuen Leser begrüßen zu dürfen. Du findest den Anmeldelink hier in der Beschreibung unter dem Video. Ich wünsche dir jetzt eine erfolgreiche Börsenwoche und bis zum nächsten Mal. Dein Christian.